Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem bunten, tollen und vor allem liebevollen Programm. Heute bei mir Stefan C. Müller. Er ist Beziehungsmentor und wird heute über das große Thema Liebe sprechen und wie wir die Liebe in unser Leben bekommen. Und dass wir gar nicht im Außen suchen müssen, sondern erst einmal bei uns selbst anfangen und dann auch die Liebe im Außen finden. Genau. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden über viele verschiedene Aspekte der Liebe sprechen und von Beziehungen, unter anderem auch über Fernbeziehungen, glaube ich. Denn da hast du einen Podcast an den Start gebracht. Genau. Über den würde ich natürlich auch gerne mit dir sprechen. Und wir haben noch weitere Studiogäste. Ich freue mich sehr, dass Stefanie Gralewski heute da ist mit ihrem Hexenkalender. Allerdings nicht dem Hexenkalender. Also wir schauen nicht auf ein konkretes Datum, sondern wir werden den Hexenkalender Ihnen heute wohlfeil bieten. Ja. Wer nicht weiß, was Wohlfeilbieten ist, wird es später erfahren. Zwei Kalender hat sie mitgebracht und wir werden sie heute an den Mann bzw. die Frau bringen. Und wir werden heute auch noch skypen. Mit Michael Allgeier werden wir verbunden sein für den Blick in die Sterne. Er wird sich auch das Horoskop unseres Sendestarts nochmal anschauen. Mal gucken, ob das ein geeigneter Termin gewesen ist gestern, um mit einer Sendung und Leichter Leben und diesem ganzen wunderbaren Astro-TV-Programm aus den neuen Studios zu starten. Und wir werden auch noch mit Elisabeth Tabler heute sprechen zum Thema, was ist Glück? Und Glück, denke ich mal, darum geht es ja auch in der Liebe. Also es hat ja auch was mit einem Glücksgefühl zu tun. Wie glücklich bist du im Moment? Also du machst einen sehr, sehr glücklichen Eindruck. Du bist gerade erst aus deiner Heimat nach Berlin gezogen. Genau. Ist das für dich so ein Glücksgefühl? Oder fühlst du dich noch, oh, alles ist neu? Genau. Also erst einmal suche ich gar nicht so im Außen nach dem Glück tatsächlich. Also dadurch, dass ich jetzt nach Berlin gezogen bin, war jetzt nicht dieser eine Schalter, den ich umgeschaltet habe und gesagt habe, okay, jetzt bin ich glücklich, sondern man muss ja erstmal gucken, dass man im Inneren sozusagen glücklich ist. Und dann ist es ganz egal, mit wem du Zeit verbringst oder wo du gerade bist. Wo, genau. Wie hast du denn dein inneres Glück gefunden? Was musstest du dafür tun? Wie schwer war der Weg und warum hast du dich überhaupt auf diese Suche gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, ich muss erstmal in mir nachschauen? Ja, die Idee kam dann tatsächlich vor 3 Jahren, als ich mich von meiner Freundin getrennt habe damals. Und da war dann so ein Gespräch mit einem sehr guten Freund, mit meinem besten Freund. Und der meinte so, okay, Stefan, du bist jetzt frei, nutze die Flexibilität und geh doch mal ins Ausland. Und dann habe ich diese Chance genutzt, davor immer gesagt, hey, ich bin nicht so der Typ fürs Ausland. Und bin dann ein Jahr später trotzdem nach London gezogen und war da dort völlig alleine und habe dort festgestellt, es ist ganz egal, ob man jemanden kennt. Man hat immer die Möglichkeit, sich ein Leben aufzubauen und sich ein Umfeld aufzubauen, ganz egal, wo man ist. Und das ist dir in London auch gelungen und da hast du festgestellt, okay, es kommt, sag mal, auf mein inneres Mindset an, also wie ich mit mir selbst umgehe und dann kann ich in jeder Umgebung überleben und nicht nur überleben, sondern auch gut leben. Genau. Ja, also grundsätzlich, man sagt ja oft, der hatte jetzt Glück, dass er diverse Menschen getroffen hat. Aber dadurch, dass man einen gewissen Lifestyle hat oder ein gewisses Mindset, wenn man das so sagen kann, dadurch zieht man auch gewisse Menschentypen an. Und deshalb ist es immer ganz lustig, welche Menschen auf einen zukommen und in welchem selben Umfeld man letzten Endes immer landet, egal ob Berlin oder London oder in der Heimat. Man trifft immer dann ähnliche Menschen, weil man eben genau das ausstrahlt. Ja, Gleiches zieht Gleiches an. Genau. Und dafür, weil der eine oder andere fragt sich immer, warum kriege ich immer die und die Menschen in mein Leben? Warum komme ich immer wieder in gleiche Situationen, immer wieder in Konflikte mit solchen Menschen? Kann man dann auch sagen, weil ich diese Menschen anziehe, weil mir diese Menschen irgendetwas spiegeln oder zeigen sollen. Ja, diese Menschen oder auch ich am Anfang, ich habe mir gar nicht die Warum-Frage gestellt, sondern ich habe einfach die Schuld ins Außen quasi gestellt und gesagt, ich kann ja gar nichts machen. Ich hatte keine Macht über die Situation und somit war ich immer in der Opferrolle. Genau. Und irgendwann habe ich das Ganze gedreht und gesagt, hey, ich habe das Ganze in der Hand. Wenn ich mich da verändere, dann verändert sich auch mein Umfeld. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, weil natürlich, also auch das höre ich auch immer wieder, ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe ja nun mal den und den Chef. Und jetzt klar, kann man natürlich sagen, ja,
dann kündige den Job und such dir was anderes. Und dann, ja, aber das kann ich ja nicht machen. Ich habe ja Familie, ich habe Verantwortung. Das geht nicht. Also es ja. wird halt immer geguckt, da im Außen ist das und das, deswegen kann ich die und die Entscheidung gar nicht treffen. Mhm. Aber natürlich könnte man, also auch die, man muss ja gar nicht unbedingt kündigen. Man könnte ja beispielsweise auch, wenn man in sich etwas ändert, hat man eine andere Ausstrahlung und plötzlich ist der Chef, verhält sich ganz anders zu einem. Ne? Absolut, ja. Es ist immer wieder schön anzusehen, wie der Chef zu einer Person ein unterschiedliches Verhältnis hat als ja. zu einer anderen Person. Ja. Und ja, dann denkt man sich, okay, warum ist der zu mir nicht so? Aber letzten Endes, man hat immer die Wahl. Und tatsächlich, einer meiner Lieblingssprüche ist, where focus goes, energy flows. Also wo die Aufmerksamkeit hingeht, da fließt auch die Energie. Und du kannst dich jetzt auf das schlechte Verhältnis genau. zum Boss, zum Chef fokussieren. Oder aber du suchst nach Chancen, wie du diese Beziehung aufbauen kannst. Oder genau. suchst dir andere Möglichkeiten außerhalb des Jobs. Ja, genau. Auch das geht. Und wie du sagst, also die Aufmerksamkeit fließt immer dahin, die Energie fließt immer dahin, wohin wir die Aufmerksamkeit lenken. Und wenn wir ständig im Problembewusstsein sind, ist klar, dann ziehen wir auch immer mehr Probleme an. Also etwas lösungsorientierter zu sein, ist wichtig. Genau. Ist das auch das, was du deinen Klienten mitgibst als Beziehungsmentor? Halt zu sagen, okay, ihr habt vielleicht in einer bestehenden Beziehung ein bestimmtes Problem. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir die Energie in Lösungen verwandeln können. Also gar nicht ja. das Problem weiter zu füttern, sondern eine Lösung zu finden. Genau. Und da ist es so, dass ich mir nicht das Paar an sich ansehe, ja. sondern die Klienten kommen immer einzeln zu mir, weil es ist immer ein Problem des Klienten an sich. Klar, wenn jetzt der andere Partner kommt, dann sage ich zu dem auch, das ist dein Problem. Also müssen wir erstmal gucken, was kannst du verändern, damit sich die Beziehung verändert. Ist das was Klienten sofort annehmen können oder sagen die, ja, Moment, der oder die macht immer das und das mit mir und sagt immer das und das, natürlich raste ich da aus, ist doch völlig ja. logisch, also was soll ich denn bitte schön da an mir ändern? Sie oder er sagt ja immer das und das. Ja erst einmal stößt es total auf Unverständnis, aber irgendwas habe ich in mir, an mir, dass es doch leichter rüberkommt, diese Botschaft, als gedacht teilweise. Ja. Und ja, dann kommt diese neue Perspektive ins Spiel und man überlegt mal, okay, warum verhält sich denn die andere Person so ausgerechnet zu mir? Im Freundeskreis ist sie ja ganz nett, aber warum ist sie zu mir aktuell in der Beziehung nicht so nett? Was passiert? Was mache ich? Was kann ich verändern? Hast du im Rückblick mal geschaut, warum deine Beziehung damals vor 3 Jahren geendet ist? Was ja. dafür der Grund war? Ja, das, man möchte erstmal nicht auf seine eigene, ja. auf seine eigene Haustür gucken, aber tatsächlich war es dann auch so, ich habe sehr viel Schuld ihr gegeben, dass sie weggezogen ist. Das war ja dann in den letzten 2 Jahren eine Fernbeziehung. Und dann habe ich ihr die Schuld gegeben, dass sie weg ist. Innerlich, ich habe es ihr gar nicht gesagt, aber auch dadurch, dass ich diesen Gedanken die ganze Zeit hatte, hat sich das sehr viel verändert in unserer Kommunikation. Und von ihr kam auch immer, hey, du kannst ja zu mir kommen, etc. Und dieser Drang einfach oder dieser Zwang von außen, der hat dazu geführt, dass wir uns auseinandergelebt haben. Zu Fernbeziehungen, da hast du ja dann einige Erfahrungen selbst gemacht, werden wir gleich noch kommen, denn du hast ja. einen Podcast zu diesem Thema und welche Schwierigkeiten bei Fernbeziehungen auf einen zukommen, wollen wir gleich noch besprechen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal etwas in der Verlosung, liebe Zuschauer, und zwar den Hexenkalender von Stefanie Gralewski, und zwar einmal das etwas größere Original in DIN A5 und den etwas kleineren. Steffi nennt es die Light-Edition für die Handtasche oder auch für die Herrentasche, wenn Sie Horst Schlemmer sind. Beispielsweise wäre das eine Variante. Wenn Sie dieses wunderbare Hexenkalender-Paket gewinnen möchten, beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Welchen Beruf hat unser Gast des Tages, Stefan C. Müller? Ist er A. Beziehungsmentor oder B. Pferdezahnarzt? Die Messlatte ist sehr hochgelegt heute. Ja, ist sehr, sehr schwer. Mal sehen, ob wir es im Laufe der Sendung noch rausfinden. Wenn Sie sich trauen, rufen Sie an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Und jetzt haben wir für Sie den Blick in die Sterne.
Blick in die Sterne. Das bedeutet natürlich, Michael Allgeier ist bei uns. Ich freue mich sehr. Lieber Michael, schön dich zu sehen. Hallo Jens, grüße dich. Schön, dich zu hören. Du siehst aber auch frisch aus. Du siehst richtig mega erholt aus. Naja, ich bin auch ein bisschen gestresst, weil aber vielleicht tut einem das gut, mal so ein bisschen körperliche Bewegung, weil es sind nicht nur ihr umgezogen, sondern ich bin auch umgezogen. Ja, ich habe das ja verfolgt über Social Media. Ihr habt das ja auch immer schön gepostet bei Facebook und konnte man dann schön sehen, wie euer Umzug vonstatten ging. War ja auch nicht so ganz problemlos. War ja auch mit so ein bisschen Haken und Ösen. Aber am Ende hat alles geklappt und ihr seid glücklich. Am Ende hat alles geklappt, ja. Mia, hast du denn auch bei euch ins Horoskop geschaut und geguckt, ist das jetzt ein guter Umzugstermin für uns? Ich fand es ganz spannend. Ich habe ja gehört, der Anfang ist ja bei Leichter Leben oder unserem Verlag, der liegt ja weit zurück. Ja. Der zählt natürlich und der ist das Wichtigste. Aber wenn man wieder durchstartet, wenn man das Location wechselt, umzieht, wie immer, dann hat es natürlich auch seine Bewandtnis. Und in der Astrologie heißt es, alles ist in diesem ersten Moment bereits angelegt. Es kann also immer eine Änderung zur Verschlechterung sein oder zur Verbesserung. Und euers ist ja gestern gestartet, 20.02., 7 Uhr morgens. Mhm. Und bei uns ist es am 11.02., 7 Uhr morgens gestartet. Das heißt, dass die Häuser fast gleich sind, die sogenannten Häuser. Es ist in beiden Horoskopen Wassermann-Aszendent. Und Wassermann ist jetzt das Zeichen der Astrologen, der Astrologie. Vielleicht habt ihr jetzt mehr Astrologie in eurer Sendung, wer weiß. Also haben wir jetzt jeden Tag den Blick in die Sterne bei uns. Naja gut, das wäre ein bisschen viel. Aber bei mir, bei unserer Eröffnung, Wiedereröffnung, war auch die Sonne im Wassermann. Also wir hatten doppelt Wassermann, passt natürlich auch zu einem Astrologieverlag. Und bei euch ist die Sonne Wassermann-Aszendent und Sonne in den Fischen. Und Fische ist ja das Zeichen der Esoterik, der Spiritualität schlechthin. Und es ist wirklich, habt ihr das vorher von jemand ausgesucht? Nein, habt ihr nicht. Aber nee, es ist eben der Zufall. Es kommt immer alles so, wie es sein muss. Das denke ich auch, weil wir sollten ja eigentlich viel früher starten. Und dann hat sich der Starttermin immer weiter nach hinten geschoben. Und eigentlich dann spätestens am Montag, aber dann ist es doch der Mittwoch geworden und ich denke, es sollte so sein. Aber es ist verrückt, es passt wieder irgendwie. Wir haben eine Merkur-Neptun-Konjunktion in den Fischen bei Leichter Leben wieder Start. Und Merkur-Neptun, das sind ja so die Traumschlösser, das ist die Fantasie, das ist das Spirituelle. Es ist einfach eine andere Welt wie die normale. Und zusätzlich steht der Mond in Haus 7, das 7 ist das Du und der Mond ist die Seele. Also 7 ist auch die Öffentlichkeit, ja, und Mond ist die Seele. Und das heißt ja, speziell du, Andrea, Leichter Leben, ihr seid ja wahnsinnig an Menschen orientiert. Das macht ja auch diese Sendung Leichter Leben eigentlich so erfolgreich. Und das macht sie auch von der Qualität her aus. Und das taucht doch tatsächlich in diesem Horoskop auf. Wenn es jetzt eine Person wäre, dann müsste man sagen, boah, guter Therapeut, Psychologe, Astrologe, irgendwas, also ein Mensch, der mit Menschen arbeitet, und bei euch ist es eben die Sendung, Mond in Haus 7, also taucht alles wunderbar auf. Gefällt mir sehr gut, ganz ehrlich, ich tue da nicht schönreden. Und vor allem der Jupiter, der ja so für Erfolg und Erweiterung und Expansion zuständig ist, der ist in beiden Horoskopen, also auch bei unserem Umzug, im 10. Haus. Und da kann man sich nur wünschen, weil 10. Haus natürlich der Bereich des Ziels und Jupiter ist der Erfolg. Also gut. Also wird alles wunderbar laufen. Also können wir uns auf sehr tiefgehende Gespräche hier vorbereiten. Das auf jeden Fall, und es ist ja auch immer wichtig, dass sich so eine Sendung auch oder Unternehmen wie wir sind, dass sich es auch finanziell trägt und rechnet, ist auch klar. Da haben wir bei Leichter Leben dann Mars und Mars im Stier und Uranus im Widder in Haus 2. Das heißt, ja, also es wird sehr viel Wert drauf gelegt und es kann schon auch gut laufen. Insofern kann es, je nachdem wie es vorher war, auch nochmal eine Wende zum Besseren sein. Okay. Also ich denke ja auch, ich sag ganz ehrlich, dieses Leichter Leben ist eine Qualität, wie sie im Fernsehen nicht existiert sonst.
Ja, finde ich auch. Also hier sind in wirklich, der Richtung. Ja, hier sind tiefgehende Gespräche möglich. Wie haben wir auch die Zeit dafür? Mal sehen, was wir aus Stefan heute noch so rausholen. Er ist ja selber. Ja, toll. Ich finde das wirklich, es ist sehr selten. Es hat seit ich Astrologie mache nie gegeben. Ich erinnere mich vielleicht noch an den Sternenhimmel von Winfried Noé, der ja wirklich eine Kult-Sendung war. In der Sendung war ich ja auch lange Zeit drin und Winfried ist ja auch einer meiner besten Freunde. Aber danach und davor hat es in der Richtung oder auch leichter Leben nichts mehr Ähnliches gegeben und deswegen finde ich das schon ganz großartig. Ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Einblick. Dann wünschen wir uns natürlich allen, dass wir unseren Zuschauern auch wunderbare Sendungen liefern und schöne Gespräche, mit denen die Zuschauer auch was anfangen können. Ja. Und ich glaube auch, also durch die Tiefe der Gespräche, die wir mit unseren Gästen führen, dann eben auch mit Stefan, dass wir bei dem einen oder anderen Zuschauer auch was antriggern. Also dass da vielleicht auch ein Thema dann mal so hochkommt und sagt, Menschenskinder, ja, jetzt hat's Klick bei mir gemacht, genau das war der Punkt, jetzt geht's besser durchs Leben. Auf jeden Fall. Und mit Moderatoren wie mit dir und Andrea, da seid ihr natürlich ganz toll besetzt, muss man auch sagen. Ganz lieben Dank, Micha. Herzlichen Dank dir, dass du reingeschaut hast und natürlich toi 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 auch weiterhin für euren Verlag, mit dem ihr so großartig umgezogen seid und bisher ja auch mega erfolgreich gewesen seid. Nehme ich an. Ja, gehe ich mal von aus und ich freue mich, wenn ihr beide es auch mal wieder nach Berlin schafft und einfach mal live bei uns wieder zu Gast im Studio seid. Könnte gut sein. Das würde mich sehr freuen. Setzt das mal auf eure Agenda. Ja. Sagt der Siri mal Bescheid, das möge sie doch mal arrangieren. Mache ich. Alles klar. Lieber Micha, ganz lieben Dank. Schon mal ein schönes Wochenende. Guter Neustart. Danke dir. Bis ganz bald. Tschüss, Micha. Und jetzt haben wir für Sie Stefanie Kralewski. Menschenskinder, wir sind schon so weit. Na, dann gehen wir doch mal zu Steffi rüber. Hallo. Es freut mich sehr. Das ist jetzt meine Premiere hier in diesem Set, weil gestern durfte ja Andrea ran. Du fühlst dich gut hier. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Der Rabe, okay. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja so, gehört ja zu deinem Outfit auch eher, ne? Zum Outfit? Hast du ein Zuhause? Nee, zu deinen Sachen, so, die du zu Hause auch stehen hast. Viele. Du darfst gerne mal bei Facebook schauen, weil Andrea hat mich ja besucht. Ja, genau. Und sie hat ja gesagt, auch sehr viel in Weiß gehalten. Stimmt. Fast alles. Also ist es quasi wie zu Hause für dich. Und Rahmen gibt es viele, ja. Prinzipiell, bei mir in der Umgebung auch. Ja. Ja, die haben zugenommen. Zugenommen. Auch. Das wird nicht besser. Wir wollen über den Hexenkalender reden. Da hast du, und das ist ja auch eine Premiere, die hast du von nicht gehabt, die Klee-Edition. Richtig, das genau. Ist dieses die gibt's Jahr zum ersten Mal. Richtig, genau. Die gibt's. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum? Naja, weißt du, guck mal, wenn du dir beide mal anschauen magst, ne, wenn du beide mal so mittendrin aufschlägst, dann siehst du, dass die ja im Grunde sehr unterschiedlich sind. Ich mach mal den anderen. Ja, mach mal den kleinen auf. Die sind ja sehr unterschiedlich innen. Also der Original ist halt sehr voll. Mhm. Da sind für jeden Tag Anregungen drin, für jeden Tag. Und es ist ein bisschen Platz für Notizen. Mhm. Das war vielen zu wenig Platz. Ja. Weißt du, wenn Muttis die Familie organisieren müssen oder auch jemand, der viele Termine hat, viele Arzttermine hat, beruflich Schichten einträgt oder so. Und dann habe ich immer wieder gehört, dass du nicht Platz, um Sachen einzutragen. Daher hat es den gegeben, weil es gibt immer noch für jede Woche ein Ritual, für die, die auch nicht so viel Zeit haben vielleicht, mit ganz viel Platz für Notizen. Siehst du, also dann kann man sagen, der Große hier, das ist so das Arbeitsbuch. Da kann man jeden Tag tatsächlich was für sich finden, ein Ritual oder eben auch eine Anregung. Mhm. Und in dem Kleinen, das ist tatsächlich der Planer. Genau. Und in dem Großen, in dem Original ist es auch so, da gibt es ja hinten den ganz großen Lexikonteil drin. Genau, wenn du da mal hinterblätterst. Genau. Ja. Wo ganz viel über die verschiedenen Mythologien drin steht, wo erklärt ist, wie Rituale funktionieren, wo wir die Rahmen wieder da haben. Da haben wir schon wieder Rahmen, die germanischen. Genau, und na klar, die liegt mir ja besonders am Herzen, aber tatsächlich gibt es über die christliche Religion, Mythologie, altägyptisch, römisch, altgriechisch und so weiter auch dazu, weil ich mix mir das ja alles zusammen. Denn wer mich kennt, der weiß natürlich, dass es mir immer darum geht, zu verbinden, Religionen zu verbinden, Gemeinsamkeiten zu finden. Und das finde ich, das hier ist eigentlich mein liebstes Symbol dazu. Denn ich glaube, dass es im Prinzip alles eine ganz große Torte ist und jeder sich ein Stück aussuchen darf. Was aber nicht bedeutet, das weiß ich nicht.
Das kommt drauf an. Die müssten wir eigentlich mal produzieren lassen, oder? Na, das ist meine Idee. Ja. Genau. Also ich denke, dass jeder, also dass wir alle, egal ob wir das jetzt Gott nennen, ob wir das Götter nennen, ob wir es Odin nennen oder wie auch immer, wir schöpfen alle am Ende aus der gleichen Quelle, glaube ich. Und es kommt halt immer nur auf die Betrachtungsweise an. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann gibt uns das so viele Möglichkeiten, weil wir viele Dinge ausprobieren können, ganz viele, weil wir unseren Alltag damit bereichern können. Ja, so wie wir mit Stefan ja auch schon gesagt hatten, ist ja immer die Frage, worauf ich meinen Fokus richte. Genau. Und natürlich machen uns, sag mal, fremde Religionen Angst, dem einen oder anderen. Und deswegen entstehen ja genau diese Vorurteile. Genau, aber wir haben immer nur Angst, schau mal, wir haben immer nur Angst vor den Sachen, die wir nicht kennen. Ja. Wir haben keine Angst vor einem dunklen Wald, wo viele Bäume stehen, wenn das dort der Weg zu dem Garten unserer Oma ist, die wir als Kinder schon immer besucht haben, dann kennen wir den Weg, dann kennen wir jeden Baum. Wenn wir da aufgewachsen sind, haben wir gar keine Angst davor. Da würde ein Erwachsener reingehen und sagen, oh, ne? Weil er ihn nicht kennt. Und so ist es mit Religionen auch. Ja, aber auch das, da kann ich mich natürlich entweder auf die Angst fokussieren und sagen, genau. Oh, das ist alles fremd, da habe ich Angst vor. Oder ich kann mit Freude darauf zugehen und sagen, Menschenskinder, ist was Neues, ist ja spannend. Richtig. Lass mal, erzähl mal. Genau das. Und dazu möchte ich einladen, ja, dass man einfach schaut, dass man, wenn man vielleicht Berührungsängste hat, wenn man vielleicht nicht in einer großen Stadt wohnt, wo man einfach mal so in eine Moschee oder eine Synagoge gehen kann, was ich auch immer sage, wo ich wirklich jeden dazu einlade, da einfach mal hinzugehen. Es sind mir überall nur freundliche Menschen begegnet und die mir nichts aufgezwungen haben oder sondern die einfach erklärt haben, wenn ich Fragen gestellt habe. Und das möchte ich mit dem Buch natürlich auch. Ja, ich bin auch, darum also ist Islam natürlich Islam hier aufgeschlagen. Also ich bin auch, als ich beispielsweise in Jericho war, bin ich auch in Moscheen und habe da gebetet für mich irgendwie. Und das ist, da hat nie jemand irgendwas gesagt. Man muss sich immer nur die Spielregeln halten. Genau. Ja, und die Spielregeln kann man erfragen, wie bei einem Spiel, was man miteinander spielt. Schuhe ausziehen. Genau, und dann kann man, das kann man erfragen und das wird einem wirklich erklärt alles. Und da ist auch mir bisher nie jemand hochnäsig begegnet oder so. Natürlich, bestimmte spezielle Anleitungen sind mir natürlich auch nicht immer geläufig. Ja? Und dann kann ich aber nachfragen. Und ganz im Gegenteil, wie gesagt, sind mir immer ganz wunderbare Menschen begegnet und die mir eben ihre Religion erklärt haben. Das heißt, das, was hier dazu steht zu den Religionen, ist wirklich das, wie mir auch die entsprechenden, also die Menschen mit dieser Glaubensrichtung auch das erklärt haben und auch die Feiertage, die da drin stehen. Wir finden germanische Feiertage, wir finden Ritualanleitungen, um sich einer ägyptischen Gottheit zu nähern. Wir haben die Fastentage aus dem Islam natürlich genauso mit drin. Ja, hier, wenn wir allein mal den Juli hier eine Woche exemplarisch aufschlagen, da haben wir was Christliches, Inuit-Göttin haben wir, germanische Göttin, ägyptische Götter, slawische Götter, griechische Götter, ägyptische Götter. Also das ist so wirklich, das ist ein ganz, ganz bunter Mix. Also ganz da genau. ist jeder. Und dann gibt es auch mal ein bisschen mehr Katholisches hier im Mai. Genau. Dreimal katholisch, ja, das hat sich dann so aber auch ägyptisch, griechisch und keltisch wieder. Also das ist wirklich und ganz, das, ganz bunt. Genau, was du gerade aufschlägst, ist mir ganz wichtig, dass man wirklich die Zeit sich nimmt und reflektiert. Also das heißt, dass man schaut, was ist mir denn im Vormonat total gut gelungen? Was ist Gutes passiert? Wofür kann ich dankbar sein? Und natürlich auch mal schauen, was möchte ich eigentlich im nächsten Monat gerne tun. Und dazu soll natürlich auch immer diese Zwischenseite einstimmen auf den neuen Monat. Es gibt immer eine Zeichnung, die ist individuell für den Hexenkalender gezeichnet von einer ganz wundervollen Künstlerin. Es gibt immer einen kleinen Spruch dazu, dass man einfach ein bisschen in den Monat hinein startet. Und das ist sozusagen das Ausführliche. Ja? Und der kostet 14,90 Euro inklusive Versand. Genau. Inklusive Versand, innerhalb sehr von Deutschland, gut. Genau. Das heißt, wenn man jetzt anruft unter der angegebenen Nummer 030 95 619 248, dann erreicht man entweder meine Mama, gerade am Telefon, oder wir haben das jetzt so eingerichtet, wenn sie gerade spricht, dass auch der AB anspringt. Ja. Also das heißt, trauen Sie sich bitte, sprechen Ihre Telefonnummer auf und dann rufe ich Sie nachher gleich zurück. Ja, du oder Mama? Ja, vermutlich ich. Genau. Mensch, von der Steffi ein Anruf. Ja. Großartig. Hoffen wir mal, dass meine Stimme mitmacht und das kriegen wir dann hin. Ja, die macht bis dahin. Auf jeden Fall. Hält sie durch. Dann haben wir noch die kleine Variante. Richtig, genau. Die eben wirklich, ich sage das immer gerne so, die große für den Tisch, oder wenn man einen Altar hat oder sowas. Und der kleine dann wirklich für die Handtasche, weil der ist ja viel leichter, kleiner. Und da kann man eben Zahnarzttermin einschreiben, wenn man unterwegs ist, einem was einfällt, Notiz machen oder sowas. Und der kostet 10,90 Euro, auch inklusive Versand innerhalb von Deutschland. Und
dem wird gearbeitet. Und dem wird gearbeitet. Gibt es aber auch zumindest einmal für jede Woche, gibt es natürlich, dann schon exemplarisch auch wieder ein Ritual? Genau, und was es natürlich bei beiden gibt, ist immer, wenn der Mond die Zeichen wechselt, also der Mond in die Schütze geht mit Uhrzeit, mit dem Halbmond konkret mit Uhrzeit, Vollmonde konkret mit Uhrzeit, in welchem Zeichen, damit man auch, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung schon hat, auch seine Rituale darauf abstimmen kann. Jetzt natürlich die Frage, weil wir haben hier einen, hier ist beispielsweise, glaube ich, über den Gott Horus, genau. Ägyptischer Gott Horus. Ja. Jetzt haben wir ja in dem großen Kalender, hätten wir jetzt hier für jeden Tag ein Ritual zu eben einer entsprechenden Gottheit. Ja. Wie bist du auf die Entscheidung gekommen, für diese Woche ist es der Gott Horus? Weil es hätte ja jetzt noch sechs andere Varianten gegeben. Ja, es gibt auch an jeden Tag ganz viele Varianten. Also immer, wenn ich sitze jetzt schon an der Vorbereitung für die 2020er Kalender. Und dann bin ich natürlich bei jedem Tag in der Entscheidung, okay, was gibt es denn? Weil es gibt eine ganze Liste. Ich habe wirklich ganz viele Ordner zu Hause, wo ich alles zusammengetragen habe. Und dann überlege ich schon, was man nimmt. Und ich schaue mal, dass es sich nicht wiederholt. Ja. Ja? Oder nicht so oft wiederholt. Also das heißt, dass jetzt in diesem Jahr für 2019 zum Beispiel an dem gleichen Tag möglichst nicht das Gleiche steht, was im letzten Jahr an dem Tag gestanden hat. Ganz lässt sich das natürlich nicht vermeiden, weil Ostern ist halt immer Ostern, zu anderen Tagen wohlgemerkt. Das ist so. Aber spezielle Rituale oder so, die es im anderen nicht gab, versuche ich schon zu mischen. Ja, so. Du hast es auch im Kleinen gemacht. Wie gesagt, auch der Kleine ist käuflich erwerbbar. Genau. 10,90 Euro inklusive Versand. Genau, man kann auch gerne mal ins Internet schauen, stefaniekralewski.de. Dort gibt es nämlich einen Online-Shop. Und auch dort, wenn man nicht warten mag, bis ich zurückrufe, kann man gerne seine Bestellung tätigen. Auch das ist gern möglich. Na, dann bitte auch auf die Seite gehen, wenn Sie denn das Internet haben. Und dann gehen wir mal fest von aus. Hat heute inzwischen jeder. Naja, die nicht, die rufen einfach an. Ja. So machen wir es. Mhm. Liebe Stefanie, wir sehen uns gleich wieder mit einer Erfolgsgeschichte, so wie auch der Hexenkalender eine Erfolgsgeschichte ist. Ganz lieben Dank. Ja, großartig, wirklich. Ich freue mich sehr auch auf den nächsten Hexenkalender mit dir. Gleich aber erst einmal die Erfolgsgeschichte. Und bis dahin haben wir für Sie noch etwas anderes von Stefanie Gralewski. Schauen wir mal rein. Der Hexenkalender für 2019 ist da. Stefanie Gralewski, die Expertin für Rituale und Mythologie, hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Feiertage der verschiedensten Religionen zusammengestellt. Der Kalender im A5-Format enthält mehr als 300 Ritualanleitungen und führt sie durch ein Jahr voller Liebe, Glück und Leichtigkeit. Übrigens, erstmals gibt es für 2019 einen kleineren Hexenkalender im Taschenbuchformat. Ideal für unterwegs. Bestellungen und weitere Informationen unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 9561 9248. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen.
Beziehungsmentor Stefan C. Müller ist bei mir. Über deine eigene Beziehung haben wir schon gesprochen. Die ist vor 3 Jahren auseinandergegangen. Genau. Und es war die 2 Jahre davor, bevor es auseinandergegangen ist, eine Fernbeziehung. Richtig, ja. Zu diesem Thema Fernbeziehung, wahrscheinlich eben auch aufgrund der eigenen Erfahrung, hast du im letzten Jahr angefangen, einen Podcast draus zu machen. Wie groß ist dieses Thema? Warum hast du dieses Thema als Podcast überhaupt noch mal aufgemacht? Weil für dich ist Fernbeziehung ja vorbei. Ja, richtig, da sprichst du was an, weil bei mir dieser Glaubenssatz entstanden ist, Fernbeziehungen funktionieren irgendwie nicht. Ja. Und dadurch, dass ich auch letztes Jahr, Anfang des Jahres nach Berlin gezogen bin und mich kurz davor noch zu Hause verliebt habe, aber so ordentlich, ja, habe ich mir dann ja das vorgenommen, dass ich mal rausgehe und diesen Glaubenssatz, den ja so viele haben, aufzulösen, dass Fernbeziehungen funktionieren. Und deshalb habe ich dann genau diesen Podcast gestartet, wo nicht ich der Experte bin, weil ich weiß ja, wie es nicht funktioniert, sondern ich hole mir die Pärchen rein, die entweder eine geführt haben und mittlerweile sogar zusammengezogen sind oder immer noch eine Fernbeziehung führen. Mhm. Und die zeigen, dass das sehr wohl funktioniert. Und auch hier wieder das Thema, where focus goes, energy flows. Wenn man nur auf die Paare guckt, wo es nicht funktioniert, wenn man auf mich guckt, dann könnte man meinen, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert sehr wohl. Kannst du dann sagen, so jetzt hast du ungefähr ein halbes Jahr Erfahrung mit diesem Podcast, hast einige Pärchen gehört, wie es ihnen in Fernbeziehungen geht. Wenn du jetzt auf deine Fernbeziehung zurückblickst, kannst du sehen, wo die Probleme lagen und würdest du jetzt eine Fernbeziehung anders führen können, aufgrund der ganzen Informationen, die du von anderen bekommen hast? Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich dadurch, dass ich schon so viele Interviews jetzt geführt habe, meinen Glaubenssatz total verworfen habe. Ja. Also ich bin total offen, was Fernbeziehungen betrifft. Und jetzt ist dieses Wissen entstanden, dass vor allem die Kommunikation damals etwas schiefgegangen ist. Das bedeutet, wir haben nicht interpretationsfrei geschrieben und somit, wenn uns irgendwas auf dem Herzen lag, dann haben wir nicht an den Hörer gegriffen, sondern wir haben weitergeschrieben und weiter diskutiert und uns somit immer wieder distanziert. Und statt eben sich auf die Chance in einer Fernbeziehung zu fokussieren, haben wir immer dieses Negative gesehen, diese Abwesenheit des Gegenübers. Das ist natürlich dieses Kommunizieren und das ist ja inzwischen, ich meine, die Möglichkeiten gab es früher ja in der Form nicht. Da hatten wir keine Handys, da ging es halt nur per Telefon, da musste man miteinander sprechen. Jetzt ist es eben ganz einfach, schreibst du über WhatsApp oder worüber auch immer, schreibst du dir die Nachrichten und natürlich kann man da viele Dinge reininterpretieren. Gerade wenn man selber vielleicht gerade in einer angespannten Situation ist, in seinem Beruf oder was auch immer und man liest eine Nachricht, die vielleicht ganz lieb gemeint war, aber in seiner eigenen Spannung liest man da was anderes raus, weil man gerade irgendwie vielleicht ein bisschen negativ drauf ist und dann entstehen eben solche Missverständnisse. Wie löse ich das denn auf? Weil die schriftliche Kommunikation, die gibt es ja nun mal. Also ist es dann wirklich, wenn ich mich über eine Nachricht aufrege, statt zurückzuschreiben, gleich an den Telefonhörer und miteinander tatsächlich sprechen? Genau, das ist eine Möglichkeit, oder wirklich mal sich bewusst zu machen, warum genau dieser Konflikt jetzt entstanden ist und wer hat das Ganze begonnen und was habe ich damit zu tun? Auch hier wieder der Fokus auf sich selbst. Und ganz spannend, zuletzt hatte ich ein Interview zum Thema auch Fernbeziehung und es ist eine Weile her, da war das noch nicht so bekannt mit Skypen, Zoomen, Videokonferenzen etc. Und die haben das ausgenutzt und somit nur jede Woche, alle 2 Wochen teilweise sogar nur Kontakt gehabt vor 10 Jahren. Und das war sogar ein Tipp für heutzutage, dass wenn man eine Fernbeziehung führt, dass man jetzt nicht unbedingt alles mitteilen muss, sondern tatsächlich auch sich mal auf die Highlights fokussieren kann und zum anderen auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Weil dadurch, und das ist ein mega Vorteil in einer Fernbeziehung, dadurch, dass man nicht ständig in diesem Paarleben ist, was ich jetzt nicht schlecht rede, aber man hat eine Menge Zeit für sich selbst, um sich selbst weiterzuentwickeln und seine Projekte, falls man welche entwickeln möchte, weiterzubringen. Und somit starten viele zum Beispiel eine Selbstständigkeit in dieser Zeit. Und das ist ein Vorteil, den dann viele vergessen. Wie groß ist aber der Druck in so einer Fernbeziehung, wenn man eben der Meinung ist, ich muss mich aber täglich mitteilen, ich muss meinem Partner
mitteilen. Auch die ganz kleinen, eben nicht nur die Highlights, sondern auch jede Kleinigkeit in meinem Leben, damit er an meinem Leben teilnimmt. Eben nicht nur an den Highlights teilnimmt und mich nicht nur in einem glorreichen Licht vielleicht sieht, also nicht nur die Erfolge, sondern wirklich alles mitbekommt, um eben kein falsches Bild zu erzeugen. Mhm. Auf jeden Fall das Kommunizieren. Also das gilt nicht nur für eine Fernbeziehung, sondern für jede Art von Beziehung, dass man dem anderen mitteilt, welche Bedürfnisse man denn hat. Denn genau diese Art von Kommunikation geht oftmals verloren, dass jemand etwas gibt in einer Beziehung und aber gar nicht weiß, ob der andere denn das überhaupt haben möchte. Ja. Und man selbst zum Beispiel sich sehr viel mitteilen möchte und der andere vielleicht gar nicht darauf eingestellt ist, dass man sich so viel mitteilen möchte. Und deshalb unbedingt kommunizieren, was ist einem wichtig und vor allem, was muss passieren, damit du dich geliebt fühlst. Eine Frage, die sehr, sehr selten gestellt wird. Und deshalb sprechen wir oftmals eine andere Sprache und sprechen aneinander vorbei. Ja, gerade dieses geliebt fühlen, wie stark man das möglicherweise auch vom anderen braucht, da fehlt dann das kann man auch für sich vielleicht mal formulieren, wie viel Selbstliebe trage ich in mir und wie sehr brauche ich den anderen, um meine Liebe aufzufüllen in irgendeiner Form. Auch das kann ja zu ganz, ganz großen Konflikten führen. Nicht jeder möchte die Defizite des anderen permanent auffüllen müssen. Ja, und das ist auch nochmal ein guter Punkt, den ich ergänzen möchte, denn wenn man sich ständig mitteilen möchte, sollte man mal nachdenken, warum das denn der Fall ist. Braucht man denn diese Aufmerksamkeit, um glücklich zu sein in dieser Beziehung? Also braucht man die andere Person? Denn das ist ein Grundsatz, den ich unbedingt teilen möchte, dass man erst dieses Glück in sich suchen sollte und erst dann ins Außen gehen sollte und jemand anderen noch viel glücklicher zu machen. Denn viele suchen nach dieser besseren Hälfte. Und das würde ja implizieren, dass man selbst nur 50% ist. Und das ist absolut nicht der Fall. Ja, vor allem, wie gesagt, dadurch entstehen, glaube ich, gerade dann auch diese Konfliktsituationen, wenn man mit sich selbst überhaupt gar nicht im Reinen ist und alles vom anderen erwartet. Also ist der Erwartungsdruck beim anderen wird dann auch immer größer, weil man immer fordert. Über Konflikte in Beziehungen können wir gleich auch noch sprechen. Da hast du natürlich auch einiges schon erlebt und mit deinen Klienten schon durchgesprochen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal Elisabeth Tadler im Bewegtbild. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ja, fühlen wir uns wohl mit reichlich Liebe hier ja im Studio. Und Elisabeth Tadler jetzt auch uns zugeschaltet. Ganz lieben Dank, Elisabeth, dass du da bist. Und wir wollen mit dir heute über das Glück sprechen. Was ist Glück? Liebe gehört, denke ich mal, auch dazu, oder? Ja, und wie hat der Stefan, erstmal ganz herzliches guten Tag zu euch und Gratulation zu dem tollen Studio. Dankeschön. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ich habe es schon gesehen, das war also wirklich toll und gefällt mir sehr, sehr. Dankeschön. Also wir fühlen uns hier sehr wohl. Ich denke, Stefan, du auch, oder? Unglaublich. Ja, also es ist eine schöne Stimme. Ja. Steffi Stefan hat auch mir eben schon ein paar Dinge aus dem Mund weggenommen. Nämlich, ich habe ja auch das Thema, was ist Glück? Ja, und was bedeutet für dich Glück? Also gehört eine gesunde Beziehung dazu? Oder geht es auch ohne eine Beziehung glücklich zu sein? Es geht auch ohne eine Beziehung glücklich zu sein. Aber Stefan hat es eben schon so schön ausgedrückt und ich habe das hier bei mir auch schon so festgehalten gehabt. Glück ist die Erkenntnis, um aus der inneren Quelle zu schöpfen. Ja, und da muss man natürlich erstmal in sein Inneres kommen und sein Inneres mal Revue passieren lassen, was macht mich denn aus? Wo sind meine Stärken? Wo habe ich vielleicht Defizite? Und ist tatsächlich so, will ich meine Defizite im Außen auffüllen lassen oder vom Außen auffüllen lassen oder kann ich das vielleicht auch mit mir selber machen? Wie sieht das bei dir aus? Bist du mit dir so im Reinen? Hast du alle deine, sagen wir so, dunklen Flecken erkannt und die bearbeitet? Ich bin dabei. Ja, ist ein lebenslanger Prozess. Weißt du,
Jens, du warst ja in Israel. Und du hast es ja selber auch immer wieder. Man stößt immer wieder mal an seine dunkle Seite. Und dann taucht wieder was Neues auf. Das eine hat man bearbeitet, das nächste taucht wieder auf. Und das ist doch das, woran ich mein Leben lang arbeite. Und je älter ich werde, kann ich auch meine Zufriedenheit hereinbringen. In jungen Jahren ist man oft unzufrieden. Man möchte ganz vieles und glaubt immer, der andere muss einem was geben und hat die Erwartungshaltung viel zu hoch im Außen. Ja. Und dann fange ich langsam an zu überlegen, was macht mich denn persönlich glücklich? Woran kann ich mich denn freuen? Zum Beispiel an der wunderschönen Sonne, die wir jetzt gerade haben. Ja, oder den Blumen, die hinter dir stehen. Ja, die ja. liebe ich von heiß und innig, die brauche ich. Das ist mein Lebenselixier. Ja, und die geben also auch hier bei uns schöne Farbimpulse. Also wir freuen uns auch immer über Blumen. Aber es ist tatsächlich, also wie du sagst, es ist ein lebenslanger Prozess. Also auch meine 40 Tage Meditation, also da kam ja jeden Tag, kam da auf den Berg Themen hoch. Und dann denkst du so nach 20 oder 22 Tagen, also jetzt müsste es auch mal langsam gut sein. Also jetzt ist jeden Tag ein Thema hochgekommen. Nee, aber bis zum 40. Tag, beziehungsweise bis zum 39. Am 39. war irgendwie so sehr ruhig. Da wurde mir ja so ein bisschen mehr die Zukunft gezeigt, wie es so weitergehen könnte. Und dann dachte ich, na, was soll denn jetzt noch am 40. Tag passieren? Und was passiert am 40. Tag? Geht's wieder von vorne los. Da wird mir gesagt, so, jetzt könntest du im Prinzip nochmal wieder 40 Tage dranhängen und dann bist du immer noch nicht fertig. Also es gibt immer etwas in uns zu tun und mit uns zu arbeiten. Aber das ist ja auch eine schöne Sache. Also wir müssen daran ja auch nicht verzweifeln. Wir müssen ja auch nicht permanent an uns arbeiten. Also es ist ja gut, wenn wir so die groben Themen erstmal abgearbeitet haben. Genau. Aber weißt du, viele haben ja immer die Aussage, wenn andere glücklich sind, bin ich glücklich. Ja. Aber was ist denn hinterher, wenn irgendjemand enttäuscht ist, das Essen hat für denjenigen, was ich gekocht habe, für mich war das toll und demjenigen hat es nicht geschmeckt. Was ist dann hinterher für mich? Ich bin enttäuscht. Hm. Also bin ich wieder unglücklich. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch. Ja, also mein Glück nicht am Glück anderer festmachen, sondern genau. Mein Glück erst bei mir selbst finden und dann strahle ich es ja auch aus. Also wie du ja auch gesagt hast, Stefan, wir ziehen dann ja auch andere Menschen in unser Leben, wenn wir total. Selber etwas anderes ausstrahlen. Total. Und ich sehe das ja auch immer wieder bei meinen Klienten oder bei meinen Kunden bei Questico, da sehe ich das ja auch immer wieder, wie sich das verhält. Je mehr ich jetzt an mir selbst gearbeitet habe, je mehr ich investiert habe und die tollen Gespräche, die ich auch mit euch führen darf, weil ich mich auch mit vielen Dingen auseinandersetze, dadurch ziehe ich auch wieder ganz andere Kunden an. Und wir entsprechend die Studiogäste, die uns genau. tolle Gespräche liefern. Genau. Und dann das ja wahrscheinlich auch durch den verzögerten Sendestart, denn da haben wir ja jetzt von zwei Astrologen bereits gesagt bekommen, dass das ein wunderbarer Sendetermin zum Start gewesen ist und wir viel tiefer gehende Gespräche hier noch führen werden, als wir das eh schon vorher getan haben. Und natürlich dann auch mit unseren Skype-Gästen wie dir. Ja, danke. Und ich fand es gestern auch so toll, wie der Stefan, der Malkiel das gesagt hat, eben Michael, ich war ja am Wochenende bei Michael wieder auf einem Seminar. Ja. Ich mache ja meine Astrologie-Ausbildung auch zum großen Teil bei Michael, vertiefe es auch da bei ihm. Und es ist so fantastisch, auch mit ihm in der Kommunikation zu sein oder mit Siri. Also das ist schon eine tolle Sache. Und dadurch erfahre ich für mich persönlich auch immer wieder mehr, kann auch dadurch den Kunden weitergeben. Also dürfen wir auch gerne nochmal darauf hinweisen, wer eine Astrologie-Ausbildung machen möchte, ist bei Micha und Siri Allgeier sehr gut aufgehoben. Total. Und auch bei Familienaufstellung bei der Siri. Also die macht das auch hervorragend. Also da kannst auch damit glücklich werden, wenn du mal zu dir selber hinschaust. Was macht dich denn heute glücklich, Elisabeth? Dankeschön, das freut mich, das macht mich dann auch wieder glücklich. Dann sind wir alle heute eine glückliche Familie hier bei Leichter Leben. Elisabeth, und du kannst heute noch ganz, ganz viele Menschen glücklich machen, denn du bist heute erreichbar für deine Kunden. Ja, ich bin erreichbar und vielen Dank, dass ich zu einer der ersten Beraterinnen gehören darf in eurer neuen Sendung. Sehr gern geschehen. Schön, dass du auch heute bei uns warst und wir sehen und hören dich in den kommenden Tagen auch wieder. Ja, in 14 Tagen. Wunderbar, freuen wir uns drauf. Ganz lieben Dank. Dir schon mal ein schönes Wochenende. Euch auch.
Dankeschön. Tschüss, Elisabeth. Und jetzt haben wir für Sie die Erfolgsgeschichten. Jetzt hätte ich fast unser Hustikenbärchen. Oh. Ah. Der den Schaden hat und so, ne? Genau. Aber jetzt haben wir Erfolgsgeschichten vor allem. Absolut. Ja, freuen wir uns sehr heute von Cornelia Regina Scheck. Eine ganz, ganz wunderbare Kollegin, die ich auch persönlich mehrfach unerleben durfte und eine ganz, ganz tolle Arbeit macht, die astrologisch berät und die ist die beste Feng Shui-Beraterin. Sie sagt immer Feng Shui. Sie kann ganz wunderbar erklären, warum das nicht so heißt. Das habe ich vergessen. Es hat tatsächlich Feng Shui. Ihr sagt es immer, aber es wird tatsächlich Feng Shui ausgesprochen. Genau. Ja. Und ich bin jedes Mal ganz überrascht, was sie weiß. Unglaublich. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute eine tolle Geschichte haben. Wenn sie sich mit Feng Shui auskennt, hat sie dich beraten in der Einrichtung zu Hause? Das hat sie tatsächlich. Das hat sie tatsächlich, ja. Und es wirkt anders, natürlich. Als in der alten Wohnung. Genau. Sehr schön. Genau. Ja, es ist faszinierend, was man tatsächlich für einen ganz anderen Energiefluss in eine Wohnung bringen kann, wenn man ein paar Elemente anders setzt. Ja, und sie hat das wirklich mit Basis gelernt und macht das schon so, so viele Jahre. Nicht so, ach, seit gestern ist das modern oder seit letztem Jahr, dann machen wir das auch mal, sondern sie hat das wirklich von Meistern gelernt und auf eine ganz tolle Art und Weise. Also, hat sie das auch eingesetzt in ihrer Erfolgsgeschichte? Die Astrologie. Ja. Sie ist eine ganz wunderbare Astrologin und ich habe eine tolle Geschichte von einem Mann. Wir haben so selten Männer, ne, die uns ihre Geschichten anhauen. Ja? Da freue ich mich heute ganz besonders. Ist hier einen Hochzeitsring? Ja, ja. Also es ist so, es geht um einen Herrn, der sich zwischen zwei Damen nicht entscheiden konnte. Mhm. Der sich getrennt hat aus einer Beziehung und das für den Moment auch in Ordnung alles so war. Als er dann die letzten Sachen abgeholt hat, war die Dame charmant und hat Kaffee gekocht und hat auch sehr nett zu ihm und er hat gedacht, Mensch, was mache ich bloß, ja, vielleicht doch wieder zurück und so weiter und hat mit Cornelia gesprochen und sie hatte hat die Möglichkeit, einen Partnerschaftsvergleich zu machen, das heißt, die verschiedenen Damen nebeneinander zu stellen und konkret dazu was zu sagen und das hat sie gemacht, das hat sie per E-Mail gemacht, bei Questico gibt es nämlich die Möglichkeit, eine telefonische Beratung zu bekommen, es gibt die Möglichkeit der Chatberatung für die nicht so gerne sprechen oder sprechen können. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man so ein persönliches, also so ein telefonisches Gespräch hatte, dass man sich auch Auswertungen per Questico E-Mail zuschicken lassen kann. Und das hat der Tom gemacht und war ganz überrascht, weil Cornelia einfach Sachen angesprochen hat, die hat er gar nicht erzählt. Mhm. Und sie konnte die Damen ganz genau beschreiben. Und ohne ihm die Entscheidung abzunehmen, das finde ich ja persönlich auch ganz wichtig. Ne? Wir Berater nehmen die Entscheidung ja nicht ab, sondern wir helfen, dass unsere Anrufer die Entscheidung selber treffen können. Und Das war eine sehr spannende Sache, also auch für unseren Anrufer eine ganz spannende Geschichte, woher denn Cornelia das alles weiß. Und jedenfalls haben sie dann nochmal miteinander telefoniert, um das zu besprechen und so weiter. Und dann hat Cornelia auch gesagt, also schlafen Sie die Nacht drüber und entscheiden Sie dann. Und das hat er gemacht und hat sich dann für die andere Dame entschieden. Und zwar hat er natürlich dann auch weiter sie noch weiter kennengelernt und so weiter. Das klingt immer so, als würde das ja ganz schnell gehen. Aber es braucht natürlich auch eine Entwicklungszeit. Und es ist tatsächlich so, dass es da eine Verlobung gegeben hat. Mhm. Guck mal. Ja. Und er sehr, sehr glücklich ist. Und das ist ja der eigentliche Punkt. Ja. Das ist ja das, weißt du, was heute schon so schön besprochen wird. Ne? Wir suchen ja, wir wollen ja eine Partnerschaft, damit wir glücklich sind. Mhm. Ja? Und, aber die Entscheidung müssen wir dazu halt treffen. Wir wollen ja am Ende irgendwie alle glücklich sein. Ja. Mit dem Richtigen möglichst. Und da fängt es mit dem inneren Glück erst einmal an. Und dann, wie gesagt, strahlen wir etwas anderes aus und dann ziehen wir auch andere Menschen in unser Leben. Möglicherweise dann eben genau den richtigen Partner. Richtig. Wir haben Cornelia, glaube ich, auch am Telefon und können Cornelia doch einfach mal herzlich begrüßen und willkommen heißen bei uns im neuen Studio und mal fragen, Cornelia, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Also wie hast du diese zwei Frauen aufstellen können? Wie bist du an die Informationen gekommen? Also zunächst erstmal Dankeschön, liebe Stefanie, für deine tolle Einführung und deine Erzählung. Und ja, bin ich jetzt auf Fernsehen? Ja. Also für deine tolle Einführung und ich wünsche dem Studio natürlich, dass der Jupiter im 10. Haus sein Füllhorn auch ausschütten kann. Alles Gute.
Dankeschön. Und jetzt zu dieser Geschichte. Ja, ich habe die astrologisch verglichen. Ich habe die Geburtsdaten der beiden Damen gehabt und natürlich auch das Geburtsdatum des Herrn mit Uhrzeit und Ort. Und alles komplett zusammen und habe einen Vergleich gemacht. Und mein Kunde Tom hat mich dann gebeten, das schriftlich ihm zu schicken. Das gab dann also eine kostenpflichtige E-Mail. Sowas kostet dann natürlich auch ein bisschen Geld, weil man da auch lange dran arbeitet. Und für ihn war auch sein berufliches Engagement im Vordergrund, sodass ich ihm auch sagen konnte, dass die neue Dame, die in sein Leben getreten war, ihn auch beruflich sehr unterstützen würde und er sollte sich das tatsächlich nochmal alles überlegen und durch den Kopf gehen lassen, wie die Entwicklung zu dem Zeitpunkt war, als wir miteinander kommunizierten. Und er hat sich dann für die neue Dame entschieden und hat sich ein Jahr später mit ihr am gleichen Punkt, wo sie sich kennengelernt haben, wieder getroffen. Und das fand ich so rührend und hat ihr einen ganz tollen Brillantring gekauft. Guck mal, und jetzt sind sie verlobt und möglicherweise dann bald glücklich verheiratet und... Ja, er hat mir gesagt, weißt du, sagt er, dass die Frau ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist natürlich eine schöne Aussage. So in der Verliebtheit kommt so eine Aussage dann ja möglicherweise auch mal etwas schneller. Aber das war ja jetzt auch kein Prozess, wie Steffi ja auch sagt, sag mal, innerhalb einer Woche, sondern es ist ein längerer Prozess gewesen. Jawohl, es ging über ein Jahr und dieser Kunde ist ja auch heute noch mein Kunde und fragt mich immer wieder, wenn er Entscheidungen hat. Ja, und wenn er mit seiner jetzigen Entscheidung nicht so zufrieden gewesen wäre, dann wäre er auch nicht mehr dein Kunde. Also von daher ist das ja auch eine Bestätigung dafür, dass er mit dem, was du an Informationen lieferst, die Grundlage für seine Entscheidung sind, ja auch sehr zufrieden ist. Ja, natürlich. Ich begleite meine Kunden ja auch gerne weiter und das macht auch Freude. Ist das etwas, was du dann auch, weil du Astrologin bist, im Vorfeld schon sehen kannst? Fällt es dir schwer, dich da zurückzuhalten, weil du vielleicht sehen kannst im Horoskop, okay, oder in der Astrologie, mit dieser Frau würde es in die und die Richtung gehen, das ist für ihn das Allerbeste und mit der Frau wird es noch weiter Probleme geben? Also da muss man sehr vorsichtig vorgehen, dass man Leute nicht oder Kunden in eine bestimmte Richtung drängt. Genau. Ja, sondern dass wir sind in einer beratenden Tätigkeit. Wir sollen Menschen dahin bringen, dass sie ihre eigenen Lösungen finden. Wir können also wirklich nur unterstützend sein. Genau, darauf kommt es nämlich an, niemanden in eine Ecke rein zu zwingen oder reinzureden. Ganz lieben Dank, Cornelia. Nehme mal an, du bist heute auch für deine Kunden noch erreichbar. Ja, natürlich, mit Freuden. Wunderbar. Und euch noch eine schöne Sendung. Bis Dankeschön. Dann, tschüss. Einen wunderbaren Tag noch. Danke, Cornelia. Danke dir. Und wir machen weiter mit der Verlosung, liebe Zuschauer. Nochmal der Hinweis, dass Steffi ja so lieb ist und ihren Hexenkalender im Paket zur Verfügung stellt. Einmal das Original, quasi das Arbeitsbuch und die Leitedition für die Handtasche. Wenn Sie dieses wunderbare Paket gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Welchen Beruf hat unser Gast des Tages, Stefan C. Müller? Ist der A. Beziehungsmentor oder B. Pferdezahnarzt? Ich weiß nicht, über eins der beiden Themen haben wir heute noch nicht gesprochen. Wenn Sie es wissen, rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501900. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch für Sie geschaltet. Da sind noch knappe 5 Minuten und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg und toi, toi, toi. Stefan C. Müller bei mir und wir werden uns, denke ich mal, nicht über Pferde unterhalten. Ich mag Pferde tatsächlich. Ja, guck mal, aber du hast sie wahrscheinlich noch nie zahntechnisch behandelt. Es wäre tatsächlich was man mal machen sollte. Ich habe das nur mal so in Videos gesehen, das finde ich ganz fies. Da gehen die ja richtig mit einer Flex ran. Also da wird ja, also das ist, glaube ich, für Pferde sehr schmerzhaft und ist, glaube ich, für niemanden angenehm. Also ich glaube, du bist als Beziehungsmentor, das macht mehr Freude. Es macht Spaß, man ist nicht so viel mit einer Flex tätig tatsächlich. Ja. Geht's dir manchmal so? Möchtest du manchmal mit einer Flex an die Kunden ran, weil sie es einfach nicht verstehen wollen, dass es an ihnen selber liegt? Nein, so schlimm ist es nicht. Ne? Also sie sind schon sehr verständlich.
Ja, die einen so, die anderen so tatsächlich. Aber ja, ich glaube, man muss sich da tatsächlich in Geduld üben. Und die Zeit, sagt man ja so schön, die heilt da all Wunden oder bringt dann irgendwann die Erkenntnis. Du gehst ja jetzt auch für dich immer weitere Schritte. Also den Podcast hast du angefangen Mitte letzten Jahres, Fernbeziehungen. Es geht bei dir aber natürlich nicht nur um Fernbeziehungen. Das ist jetzt, sag mal, ein Beispiel, was du dir jetzt erstmal als Podcast rausgegriffen hast, auch aufgrund der eigenen Erfahrung. Du gehst jetzt auch immer teilweise von der Offline-Welt, denn online bist du sehr, sehr stark unterwegs, unter anderem mit deinem Podcast, natürlich Instagram, Facebook, klar, Social Media muss sein. Hm. Aber du gibst jetzt auch Offline-Veranstaltungen. Also hast letzte Woche, am Valentinstag, hast du deinen ersten Workshop gegeben. Erstmal Glückwunsch natürlich. Dankeschön. Wie lief's? Ja, war super. Es war ein Workshop für die, die Single sind, weil die hatten am Valentinstag ja sowieso nichts anderes zu tun quasi. Und da ging es eben auch darum, einfach mal auf sich selbst zu gucken. Ja. Und ja, das nachzuvollziehen, warum ist man Single, was ist in der Vergangenheit passiert und warum reagiert man jetzt auf die Außenwelt so, wie man reagiert. Also das muss ich ja sagen, also wir schauen gerade mal hier auf deine Homepage. Genau. Guck mal, kann man sich Beratungstermine, kann man bei dir buchen. Ich habe es ja auch am Valentinstag, wenn man dann so in Social Media mal schaut, so die Posts, schon jede Menge frustrierte Menschen auch, die eben am Valentinstag allein sind und dann so, ja, Valentin, der kann ich mal oder so. Hast du sehr viele frustrierte Menschen an deinem Workshop gehabt oder waren die eigentlich schon recht fröhlich und du konntest sie aber auch noch weiter aufbauen, noch glücklicher machen? Ja, ich glaube, der Großteil, der war fröhlich, tatsächlich bevor sie reinkamen schon. Aber da war es natürlich auch mein Anliegen, wieder diese Botschaft rauszubringen, dass man an Valentinstag jetzt nicht sagen sollte, hey, man soll mich lieben, sondern man sollte den Spieß da umdrehen und gucken, hey, wie kann ich jetzt was rausschicken? Ja. Warum sollte mich eigentlich irgendjemand lieben an der Stelle? Also auch eine gesunde Beziehung zu sich selbst erst einmal aufbauen. Ja? Also wenn man sich selbst vielleicht gar nicht leiden kann, wie kann ein anderer einen dann leiden mögen? Genau, war eine Erkenntnis damals, als ich auf Reisen ging und viele fragten mich, hey, wie kannst du eigentlich alleine reisen? Wird dir da nicht langweilig? Und das ist so die beste Persönlichkeitsentwicklung, was man an der Stelle machen kann. Denn wenn man es nicht möchte, mit sich selbst Zeit zu verbringen, warum sollte es irgendjemand anders tun? Ja. Also du verbringst gerne Zeit mit dir. Bist du im Moment Single? Aber du hast ja gesagt, als du hierher gezogen bist, hast du dich gerade noch verknallt? Ja, genau, das war letztes Jahr. Ja. Dieses Jahr, also ich bin Single tatsächlich und habe auch festgestellt, wieso, auch in den letzten Jahren, ich habe es einfach nicht zugelassen, weil es sollen ja auch die äußeren Umstände irgendwie passen. Und wenn man jetzt ständig auf Reisen ist und sich deshalb blockiert, ist es sehr schwierig, da in eine Beziehung zu kommen. Was auch völlig in Ordnung für mich war. Ich hatte die Flexibilität, die Freiheit und habe das mega ausgenutzt. Wer Stefan als Beziehungsmentor buchen möchte, einfach auf deine Homepage gehen. Wir haben ja gesehen, man kann gratis erstmal ein Erstberatungsgespräch bei dir buchen und dann weiterschauen. Jetzt haben wir noch für Sie den Spruch des Tages, liebe Zuschauer. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Ja. Absolut. Hast du inzwischen einige Spuren hinterlassen und ich hoffe auch andere Menschen in die Liebe, vor allem natürlich in die Selbstliebe hinein. Ganz lieben Dank für deinen Besuch im Studio, Stefan. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Du bist herzlich eingeladen, wieder vorbeizuschauen. Demnächst auch wieder ein Seminar von dir, ne? Also du gehst wieder raus. Genau. Gibt es schon einen Termin? Am 20. Juli in Berlin, vor allem für die, die Single sind aktuell, die dürfen sich das Ganze mal angucken. Also am 20. Juli, wer in Berlin ist, einfach mal auch auf Social Media dir folgen, Stefan C. Müller. Ich freue mich über jede Nachricht. Also gerne Social Media kontaktieren. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns auf unserer Leichterleben-Seite eine Nachricht hinterlassen, wie es Ihnen denn so gefallen hat. Wenn Sie Anregungen haben, immer raus damit. Wenn Sie sagen, Mensch, hier in der Deko kann noch ein bisschen was passieren, dann bitte immer raus damit. Ihnen heute einen wunderbaren Tag, natürlich erfüllt von Liebe. Wir haben hoffentlich die eine oder andere Anregung geben können. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um 14 Uhr. Leichter Leben, Zeit für mich. Bis dahin, bunten Tag, tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön.